Desto kalt, desto warm. Nasse Hände, eingecremte Füße. Los geht's. Servus Leute. Wir sind hier im hohen Norden, genauer gesagt in Mölln. Dieses Wochenende geht's richtig heiß zur Sache. Heute, Freitag, geht die Temperatur noch einigermaßen, aber für die nächsten zwei Tage, vor allem für Sonntag, sind 35 oder 36 Grad angesagt. Schwankt gerade noch ein bisschen, der Wetter bricht, aber wird auf jeden Fall richtig anstrengend. Vorteil dieses Wochenende, Monotech Suspension und ich haben von Aiden Power Kits Elektroantrieb für alle Fahrräder ein Testbike mitbekommen und damit lässt sich die Strecke natürlich jetzt im Nu abfahren und anschauen. Ciao! Wir stehen voll bergab, ey. Mach voll einen Stoppi. Wenn es am Sonntag bergauf geht. Ja, da ist alles gut. Das kann auch. So, Samstagmorgen, angezogen, Bike kurz eingestellt, denn mein Mechaniker baut es immer komplett auseinander, hat alles geschaut, ob es passt, geserviced, jetzt ein paar Sachen neu und auch neue X-Trick-Gabelbrücken, da kommen wir später noch dazu, haben wir jetzt gerade keine Zeit zum Erklären, aber ja, jetzt geht es noch kurz auf Test-Track und dann geht es ins freie Training. Ja, die Quali lief nicht ganz so wie geplant. Wir hatten leichte technische Probleme mit der Kupplung, dass der Druckpunkt ein bisschen zu weit hinten war. Das heißt zu weit an der Hand. Und deswegen hat es mich ein bisschen aus dem Rhythmus geworfen, gerade in den Kurven. Wenn du reinfährst und du merkst, du bist ein bisschen zu aufrecht und willst nur kurz leicht die Kupplung schleifen lassen und der Druckpunkt nicht da ist, wo du es im Training gewohnt bist. Wie beim Trainingsmotorrad ist es ein bisschen verwirrend, deswegen mich in den Ein- oder Anlegern den ein oder anderen Sandanleger drüber gefahren und das war nicht optimal. Trotzdem war es noch ein sechster Platz in meiner Quali-Gruppe,
was, denke ich mal, für Samstag ganz akzeptabel ist. Und für morgen einigermaßen Startplatz, von dem her, ja, geht es da morgen frisch und motiviert weiter. Bis dann. Ja, herzlich willkommen zu den ADAC MX Masters 2019 der internationalen deutschen Motocross-Serie hier in Mölln auf dem Erdbecker Heidering veranstaltet vom ADAC Hamburg e.V. und seinen Partnern. Ja, erster Lauf ist vorbei, war mal richtig heiß. Hier im Zelt zeigt es fast 40 Grad an und draußen wird es nicht arg viel kälter sein. Ja, Start war ganz okay. In der ersten Kurve mich innen durchgequetscht und dann als erster in die erste Runde gegangen. Leider am Ende von der ersten Runde beim Rausbeschleunigen an so einer richtig geil harten, rutschigen, steinigen Stelle. Beim Rausbeschleunigen gedreht, dann stand ich falsch rum in der Strecke und bis ich wieder umgedreht habe, weitergefahren bin, war natürlich in der ersten Runde alle dicht zusammen. Dann war ich nur noch auf 5 oder so. Und dann ja, haben die anderen am Anfang ziemlich gesetzt, deswegen habe ich ein paar Positionen verloren. Und ja, hinten raus konnte ich meine gute Kondition noch ein bisschen ausspielen. Und bin dann noch auf den 6. Platz gefahren, wo ja, für die Strecke hier für mich ganz okay ist. Jetzt schauen wir mal. Die, wo sie gerade rausgefahren sind, die anderen waren ziemlich fertig, zum Teil fast vom Motorrad gefallen, von dem her, ich fühle mich noch einigermaßen fit, von dem her denke ich, dass der zweite Lauf, so wie es sonst auch mal, noch ein bisschen besser wird.
So, zweiter Lauf ist vorbei. Wir sind schon auf der Autobahn, beziehungsweise beim ersten Stopp. Kurz mal das Abendessen. Ja, zweiter Lauf war vom Ergebnis ein bisschen besser. Aber es gibt ja wahrscheinlich gerade bei den Temperaturen ein paar, die keine Lust haben, sich eine Startrille zu machen. Deswegen ja, stand einer genau in meiner Startrille. Ich musste eine andere nehmen, die wo ja für meine Starttechnik nicht perfekt war. Und deswegen habe ich einen Grip nicht wirklich auf den Boden gekriegt. War ein bisschen im ersten Kurve getummelt und bin nur so um 5., 6. Platz rausgekommen. Hab dann ja wieder versucht, in meinen Rhythmus reinzukommen. Strecke war aber schon extrem Schrott. Mega viele Kanten, Steine sind unten rausgekommen. Zum Teil gerade in die Kurven rein war es fast Hartboden mit Steinen, also mega rutschig, und dann so aufgeschobene Sandanlieger mit mega zerschossenen Wellen. Ah, egal, von der Strecke soll jeder selber denken, was er will. Ich sage jetzt nicht so viel dazu. Und ja, ich habe mich dann die letzten paar Runden wieder nach vorne gekämpft, konnte noch von meiner guten Kondition profitieren wieder. Und ja, bin dann auf dem 5. Platz noch nach vorne gefahren. War aber selbst für mich dann am Ende bei 36 Grad da, keine Ahnung wie viel, extrem anstrengend. Hände haben sich ein bisschen aufgelöst und ich bin eigentlich froh, dass es vorbei ist. Ich noch in einem Stück bin und meine Lieblingsstrecke jetzt vorbei ist. So, jetzt geht's nach Hause und dann heißt es die nächsten Wochen noch ein bisschen Sand fahren, trainieren, bolzen, damit es dann Tens fällt. Alles funktioniert und ich mich einigermaßen wohlfühle im Sand. Bis dann. Ciao.